Schon mal eine Glasur gemacht aus Barbecue-Soße und Kokosnussmilch? Nein? Dann bleibt dran, denn es ist wieder Zeit, den Grill anzuschmeißen. Heute machen wir Thai-Style Muffin Pan Chicken. Wir starten mit ein paar Hähnchenschenkeln. Das hier sind Nature and Respect Hähnchen, freilaufendes Hähnchen, die sind super, die schmecken toll. Und die kommen vor allen Dingen auch aus einer besseren Haltung, als wir das von Wiesenhof und Co. kennen. Hier trennen wir den Schlegel vom Rückenteil. Da muss man einmal fühlen, ungefähr wo das Gelenk ist, und da einmal durchschneiden. Wer ein scharfes Messer hat und das nicht ganz trifft, ist auch egal. Denn der Knochen, der da noch in der Mitte ist, der muss für unsere Muffin Pan Chicken entfernt werden. Es gibt hier noch ein cooleres Video von Tex von Black Forest Barbecue TV, der euch erklärt, wie man ursprünglich Muffin Pan Chicken macht. Ich mache das hier in meinem Schnelldurchlauf mit einem kleinen Messer. Alle Knochen auslösen, die im Inneren dieses Hähnchenteils sind. Das ist eine sehr dreckige Arbeit und dauert auch etwas länger. Aber das Ergebnis entschädigt dafür umso mehr, wie so oft. Ja. Und wenn das dann erledigt ist und der Knochen ist ausgelöst, dann haben wir so einen Teil mit Haut und Fleisch. Und das packen wir beiseite. Dann nehmen wir eine halbe Dose Kokosmilch. Crazy Chicken, das ist auch ein Don Marcos Barbecue-Gewürz aus meiner Sendung, die ich von denen bekommen habe. Dann kommen dazu ein paar grob gewürfelte Knoblauchzehen, etwas grob, sehr grober Ingwer, ein paar Chili-Flocken und Limettensaft. Limettensaft kann da ruhig ordentlich rein. Ich finde das ganz gut, ich stehe da drauf, mache mal eine ganze Limette da rein. Die genauen Angaben findet ihr natürlich immer wieder in der Videobeschreibung unterhalb des Videos. Ja, und dann verrühren wir das Ganze gut und fertig ist unsere Marinade. Da ich eine Muffin-Backform für 6 Hähnchen-Muffins sozusagen bekommen habe, habe ich natürlich auch 6 Hähnchenkeulen getrennt und ausgelöst. Und diese packen wir dann in unsere Marinade und lassen die dann, sagen wir mal, 6 bis 8 Stunden in der Marinade ziehen. Ordentlich miteinander vermischen, dass überall was drankommt, und dann ab in die Kühlung. Wenn wir dann soweit sind und es ist alles schön durchgezogen, nehmen wir uns ein paar Chilischoten. In dem Fall sind das 3 bis 4 Thai-Chilis. Die packen wir beiseite. Die Hähnchendinger müssen wir dann aus der Marinade rausnehmen und trocken tupfen. In dem Fall habe ich nachher gesehen, dass man das sogar noch einen Ticken besser trocken tupfen muss, als ich das hier getan habe. Das sifft nachher ein bisschen, aber gut. Dann brauchen wir Aprikosen, etwas Speck, und die Butter brauche ich am Ende nicht. Ich habe gedacht, ich würde einfach ein bisschen Butter benötigen. Ist an der Stelle auch egal. Und unsere Muffin-Backform. Ihr seht sie im Hintergrund. Und jetzt füllen wir unsere Muffin-Pan-Chicken. Das ist Marke Eigenbau, Freestyle-Idee von mir. Aprikose, Chili. Je nachdem, wie groß eure Hähnchenteile sind, reicht auch eine halbe Aprikose. Muss man klar sagen, die werden sehr groß mit einer ganzen Aprikose drin. Es reicht auch, wenn ihr eine halbe Aprikose nimmt, etwas Chili einfüllt und diese in Bacon einschlagt. Everything tastes better with bacon. So, so sieht das Ganze aus. Und dann füllen wir das in die Innenseite unseres Hähnchenpaketes, sodass die Haut außen ist. Verschließen das und setzen das in unsere Muffin-Backform. Ihr seht, dieser Hähnchen-Muffin ist relativ groß. Bei den anderen habe ich dann nur noch eine halbe Aprikose genommen. Die sind einen Ticken kleiner. Und hier merkt man auch schon, dass da noch etwas zu viel Marinade mit dabei ist. Das sifft gleich auf dem Grill etwas. Dann noch etwas Crazy Chicken Rub obendrauf. Und dann können wir auch schon zu unserem Monolith-Grill rübergehen. Den haben wir vorbereitet auf ca. 160 Grad indirekte Hitze, Deflektorstein in der Mitte. Und dann packen wir unsere Muffin Pan Chicken Form mit den gefüllten Hähnchenteilen rein. So sieht das Ganze aus. Das ist, glaube ich, ungefähr der Blick nach, sagen wir mal, 20 Minuten. Da merkt man dann, dass das Ganze auch etwas kleiner geworden ist.
In der Zwischenzeit können wir uns dann um unsere Glasur kümmern. Und hier nehmen wir den Rest unserer Kokosmilchdose und dann geben wir ordentlich Limettensaft dazu, wie schon in der Marinade, in dem Fall sogar noch den doppelten Teil. Und Barbecue-Soße. Das ist insgesamt eine große Menge, so viel braucht man im Endeffekt gar nicht. Ich habe versucht, Kokosmilch und Barbecue-Soße zu ungefähr gleichen Teilen miteinander zu vermischen. Das ist reichlich, so viel braucht man am Ende gar nicht. Dann nehmen wir die Muffins aus unserer Packung raus. Aus unserer Packung ist gut, aus unserer Muffinform. Und legen diese noch kurz auf unserem gusseisernen Rost auf direkte Hitze. Wobei man fairerweise sagen muss, dass jetzt da die Hitzeentwicklung, das ist eher mittlere direkte Hitze. Ansonsten würden die einen natürlich sofort verkohlen. Ihr seht, sie bleiben sogar verhältnismäßig gut in der Form. Und jetzt lackieren wir diese noch kurz mit unserer Mischung aus Kokosmilch, Limettensoße, Limettensaft und Barbecue-Soße. Und lassen diese dann noch 5 bis 10 weitere Minuten auf dem Grill. Ja, so sehen sie aus, wenn sie fertig sind. Ich finde es sehr appetitlich. Ich stehe voll auf Muffin Pan Chicken. Das war auch garantiert nicht das letzte Video damit. Ich finde es super. Ich mag, stehe voll. Das ist richtig schön. Eine gute Mischung aus süß und durch die Limetten eine gewisse Säure. Die Kokosmilch, super gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr es mal nachgrillt. Lasst mich auf jeden Fall wissen. Gebt mir Bescheid, wenn ihr das gemacht habt, wie ihr es gefunden habt. Hier noch die letzten Bilder. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst oder auf Daumen nach oben klickt. Vielleicht besucht ihr auch meine Fanpages, Twitter, Google Plus und Facebook oder meinen Blog 0815barbecue.com. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.